Hey, wir sind in der Posthalle in Würzburg. Ich bin Flo König. Ich trommel hier heute für, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, Emilio Zagraia. Und ich habe ein ganz tolles Kit heute dabei. Und zwar ein Tama Star Classic Performer. Bibi Bobinga Birke ist das Holz. Und es ist eine 20x14 Kick, eine 16x. Weiß ich nicht, Standhorn und eine 12-mal, ich glaube 6,5. Auf jeden Fall custom-mäßig gekürzt. Ich weiß gar nicht, ob es das so in der Größe immer gab, aber es ist ein ganz tolles Set. Sehr fetten, kurzen Sound, auch mit Dämpfung, gerade in so einem Kontext von kleinen Clubs und großen Clubs. Ideales Set. Hatte ich jahrelang bei Crow im Einsatz. Jetzt habe ich gerade im Studio und jetzt für die Tour wieder ausgepackt. Und ich bin einfach ein riesen Fan von 20 Zoll Bassdrums. Als Snare Drum habe ich eine Star Reserve Brass Snare als Hauptsnare, 14x5,5. Ich habe hier ein Ambassador Coated als Schlagfell und ein ganz normales Reso-Head. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was es für eins ist. Ich bin großer Fan von den Ambassador Coated Fällen, auch wenn ich die hier sehr gedämpft habe, weil die sich auch bei hohen Tunings immer toll durchsetzen und trotzdem noch Tone haben. Das ist eigentlich so mein Fell der Wahl für die Hauptsnare und auch ganz toll mit dieser Brass-Snare. Und als Side-Snare habe ich eine Star Reserve Aluminium-Snare, ein 14x6,5. Hat im Gegensatz zu der einen sehr warmen, weichen Sound, die ist eher härter, liegt aber natürlich auch am Tuning, also hohes Tuning, tiefes Tuning. Beides fantastische Snare Drums von der Teppichansprache und vom Sound. Es ist fast schade, dass ich die hier in dem Club-Kontext so dämpfe, weil die ein extrem breites Spektrum haben und ich die im Studio ganz viel benutze. Aber es sind einfach meine absoluten Lieblings-Snare Drums. Genau. Und ansonsten spiele ich Tama Hardware. Ich habe hier Iron Cobra Pedale für Hide und Kick. Und vielleicht sehen wir uns ja auf der einen oder anderen Bühne. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald.